Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Summoning. So, für mich war es jetzt gestern, da waren wir hier oben und haben festgestellt, da müssen wir nochmal hin, wenn wir einen Schlüssel haben. So, ansonsten gab es hier unten nichts mehr. Also das Ende 4 scheint ein ständiges Auf und Ab zu sein. So, da unten hatten wir den Zwerg gefunden. Ansonsten ging es ja dann nirgendwo mehr weiter. Dann nehmen wir die nächste Leiter in Angriff und schauen, was sich hier unten befindet. Und wenn es wieder eine Sackgasse ist, werden wir wieder einen Gegenstand zurücklassen. Hier brauchen wir auch einen Schlüssel. Geht da zufälligerweise unser Sonnenschlüssel? Ja, sehr schön. Was ist das? Eisenerzklumpen. Sehr schön. Wollen wir haben für unsere magische Rüstung. Oh, jetzt sind wir überladen. Ist nicht gut. Ist nicht gut. Ja gut, dann lassen wir den Stein mal hier und packen dafür das Eisenerz ein. Leg den Stein mal bitte ab und nimm den Sack aus der Hand. Und schon sieht die Welt viel besser aus. Oh, wisst ihr noch, was der Schmied gesagt hat, wie viel Eisenerz er braucht? Ach du grüne Neune, hier gibt's furchtbar viel Eisenerz. Ja, eine Bodenplatte. Machen wir die schnellen Schuhe an. Du bist jetzt schneller. Oh, da hat sich noch was versteckt. Was ist das? Die Teleportieren kennen wir schon. Spiel, willst du uns damit irgendwas sagen? Was willst denn du sagen? Zu Erdgeborener. Wer auch immer das ist. Dann hüpfen wir da mal rein. Also wir haben hier eine ganze Menge Eisenerz gefunden. Ja, der Erdgeborene ist der Zwerg. Für ihn müssen wir zuerst mal die Axt haben. Spiel, willst du uns damit sagen, dass wir dort die Axt finden und dann über diese Abkürzung nochmal zum Zwerg kommen, der diese Axt haben möchte? Mal so als Gedankengang, aber nicht runterfallen, das hatten wir schon mal. Weil der Zwerg hat uns ja versprochen, für eine magische Axt gibt er uns Mithrilerz. Dann brauchen wir eine Axt. Liegt hier rein zufälligerweise eine Axt, die dann noch magisch ist? Ist eher unwahrscheinlich, ich weiß. So, da ist eine weitere Leiter nach oben. Da gibt es noch jede Menge Gänge. Wir schauen uns erstmal, wo wir oben rauskommen. Wer bist denn du? Scheinbar feindlich, weil ich nicht. Ja, er greift an. Weil kein so ein Redensymbol kam. So, wir schauen auf die Karte. Wo sind wir aktuell? Da hinten. So, wir haben eine Tür, eine Platte sehen wir schon mal. Dann schauen wir mal, was wir da noch so tun können. Und ob es hier zufälligerweise eine Axt gibt. Leg mal die Karte wieder aus der Hand. Ich muss mich zuerst mal an die Geschwindigkeit gewöhnen. So, hier ist zuerst mal nichts. Ein Schlüssel. Den packen wir ein. Könntest du den bitte mitnehmen? Lieber Held, greift dir den Schlüssel, danke. So, du musst noch einiges herausfinden. Ja, das Gefühl habe ich auch. So, da würde sich Kano anbieten. Stell ich mal bitte gescheit hin. So, Kano. Ach du.
Grüne Neune. Ja, da kommt sporadisch mal ein Loch. Da will ich nicht unbedingt rein. Gibt es hier sonst noch irgendwelche sporadischen Löcher? Seid ihr sporadische Löcher oder seid ihr dauerhafte Löcher? Ihr seid dauerhafte Löcher. Da gibt es auch noch Löcher. Ja, ich weiß, wir können hier mit den Levitationsstiefeln drüber, aber wer weiß, für was man die sonst noch alles haben muss oder haben will. Da war noch mal so ein sporadisches Loch. Was sehen wir hier auf der Karte? Weil ich heile halt lieber gegen, anstatt dass ich irgendwann mal vor irgendeinem Hindernis stehe oder so und mir den Hintern beiße, weil ich keine Levitationsstiefel mehr habe. Deswegen das bisschen Schmerz, wenn wir wegstecken. Ah, da sieht man sporadisch Schlüssel. Okay. Ist gedanklich notiert. So, jetzt sind wir wieder langsamer, warum auch immer. So, aber so langsam sind wir einmal durch diesen riesigen Raum rum. Unter Umständen sollen wir hier irgendwo rein. Sollen wir eher in ein nicht konstantes Loch rein, weil wir dann geschickt abwarten müssten, bis das Loch dann da ist? Oder sind solche Löcher nur als Falle gedacht, dass man dann rein zufällig reinfällt, aber da nicht rein soll? Das ist die Frage aller Fragen. Wir schauen mal noch ein bisschen weiter. Da ist noch ein Loch. Ja gut, wir schauen einfach mal, was in so einem Loch so passiert. Denn eine Truhe, das kann schon mal nicht falsch sein. Aber wenn wir jetzt in jedes Loch reinhüpfen müssen, haben wir eine ganze Menge zu tun. Aber getrocknetes Leder brauchen wir rein zufälligerweise auch für unsere Rüstung. So, getrocknetes Leder eingepackt. Die Kiste möchten wir nicht haben. Sehr schön. Okay, der hat es vielleicht auch mehrere Wege hingegeben. So eine Platte, was auch immer die tut. Achso, da ist auch noch eine Wand, eine mögliche Tür. Geht das mit Kano? Nee, geht nicht mit Kano auf. Wenn wir nicht auf der Platte stehen, das hatten wir auch schon mal, bringt auch nichts. Okay, dann müssen wir da wahrscheinlich dann auch durch ein Loch runterfallen. Okay, wir gehen in mehrere Löcher rein. Dass man dann dort immer wieder rauskommt. Okay. Da können wir durch. Ah, jetzt sind wir wieder bei dem ganzen Eisenerz. Ich glaube, das ist die Stelle, an der wir waren. Ja, ich glaube, hier waren wir. Okay, dann gehen wir nochmal in den Raum zurück, decken da noch ein bisschen auf. Aber ich glaube, eigentlich müssen wir wieder zurück in den Raum. Ach, hier kommen wir auch nicht mehr zurück. Okay. Verstanden. Gut, dann müssen wir nochmal hoch, uns die Füße verbrennen und in ein anderes Loch reinhüpfen. Also ich gehe mal davon aus, dass wir nicht in die Löcher rein sollen, die nur hin und wieder da sind. Weil da liegt ja das eine auch so auffordernd vor dem Gang, beziehungsweise vor der Tür in den Raum hinein. Wir ziehen nochmal die schnellen Schuhe an. Die waren FACF. So, dann lauf, mein Junge. So, warten wir kurz ab, bis das Loch da kam. Sonst stehen wir da nämlich ratzfatz drin. So, dann hüpfen wir diesmal in dieses Loch und schauen, wo wir dann rauskommen. Okay, in keinem dieser kleinen Räume.
Dann war das falsch. Shit happens. So, jetzt muss ich mir nur merken, in welche Löcher wir schon uns reingeworfen haben. Das wird irgendwie. Schaffen wir irgendwie. Weil neben dem Loch, wo wir jetzt waren, gab es noch ein zweites Loch. Ja, Loch da, Loch weg, rüber da. So, da waren wir jetzt auf jeden Fall drin. Da gab es noch ein zweites, was genauso falsch war. Sehr schön. Dann nochmal hoch. Gut, dass wir die schnellen Schuhe haben. Ich bin zu feige, für direkt reinzulaufen. So, dann hatten wir die beiden Löcher, hatten wir abgehakt. Da ist noch eins. Nee, das war auch keine so gute Idee. Da zuerst und dann den anderen Knopf. Aber wir müssten östlich von, oder ja, halt jedenfalls da, ich tue mir schwer mit diesem Schrägbild. Da in die Richtung müssten wir, denn da ist nochmal ein Raum. Schauen wir mal, dass wir das hinbekommen. Ich bin da zuversichtlich. So, kletter mal schnell hoch. Hier so, da so. Na, oh Mann, ich wollte mutig sein. Sorry. Das war nicht so geschickt. Ich wollte meinen Mut beweisen, nicht zögerlich vor der Tür stehen zu bleiben, sondern direkt loszulaufen und ins Loch zu fallen. Ach Mann. Es war nicht sehr ermutigend, Spiel. So, nochmal schnelle Schuhe. So. Zack, die Schuhe. Wir werden warten. Könnt ihr jetzt sagen, was ihr wollt? Ich laufe da nicht mal einfach rüber. Das hätte locker gereicht, aber egal. So, die beiden hatten wir. Dann waren wir in dem Loch und haben wir gesagt, mehr in diese Richtung. War hier nicht ein sporadisches Loch? Weil von der Richtung hier müsste es hier sein. Das könnte natürlich auch passen. Kommt hier kein Loch? Ist hier eins? Da haben wir noch eins. Aber von der Richtung her würde ich eher auf das da tippen. Nein. Da will ich rein, hier. Das müsste da sein, wo ich gestanden habe. Also zumindest nach meiner Orientierung hätte das richtig sein müssen. Na gut. Ihr kennt das Prozedere. Raus da. Hoch da. Den Weg hätte man auch einen Ticken kürzer gestalten können. Aber okay. So, wieso ist das Bild jetzt schwarz? Hallo, hat jemand das Licht ausgemacht? Ja, wir sind verwirrt, das sind wir öfters.
Erde an Spiel? Ja, irgendwie sind wir noch handlungsfähig und verlieren jede Menge Energie. Ja, irgendwie sind wir schon mal durch die Welt gefallen. Wir speichern mal auf einem anderen Spielstand. Und schauen mal, ob sich das Ganze selbst behebt, wenn wir nochmal laden. Nein. Gut, dann schicke ich euch ein Mini-Päuschen und schaue, dass ich das wieder gerade rücke. Gebt mir ein Sekündchen. So, da bin ich wieder. Ich habe nochmal das Zeug eingesammelt, also das Leder und den Schlüssel, den wir hatten. Und bin mal in dem Raum mit den vielen Löchern mal nochmal ein Stückchen weitergegangen. Und wir hatten ja in diesem Parallelgang, hatten wir so einen Kreuzschlüssel gesehen. Also hier will das Spiel definitiv eigentlich nicht haben, dass wir sind, denn da sind immer so eine ganze Menge Löcher, die sporadisch erscheinen. Muss man ein bisschen aufpassen, wenn man dahin möchte. Aber dieser erste Teleporter teleportiert uns direkt zurück. Ich habe auch schon versucht, eine Rune in den zweiten Teleporter zu werfen. Die kriegen wir direkt wieder postwendend zurück ins Gesicht. Also da kommen wir, glaube ich, zuerst mal nicht weiter. So, dann hatten wir den goldenen Schlüssel eingesammelt und wir hatten mindestens ein Schlüsselloch gesehen. Das müsste die zweite Leiter gewesen sein, von oben nach unten. Aber bevor wir jetzt hier nochmal zurücklaufen, machen wir einfach noch den Teleportationsspruch und schauen mal, wo wir da an der Oberfläche landen. Schaden kann das nichts. IEJLA. So, schauen wir mal, wo wir da rauskommen. Kein Ziel in der Nähe. Okay. Ach so, wir hatten, glaube ich, unten hatten wir den Teleportierenspruch wieder gefunden. Also mit dem ins Loch laufen war Absicht übrigens. Hust. Gibt es hier unten ein X? Ja, gibt es. Leg mal die Karte aus der Hand. Man weiß ja nie. So, wir stehen natürlich auf dem X. Eine leere Flasche. Angekaute Krautreste. Aber hier muss es doch noch. Oh, was Besonderes geben. Amulett der Stärke plus 3. Da haben wir mittlerweile schon ganz furchtbar viel Zeugs gehortet. Das werden wir auch irgendwann mal benutzen. Irgendwann mal. So, nicht angekautes Mana-Kraut. Dann essen wir das mal. Reste bleiben hier. So, aber hier muss es doch irgendwas Besonderes geben, weil man sich ja hier schließlich mit Mana hin teleportieren muss. Ein leerer Sack. Können wir gegen eine Kiste austauschen? Ach, die ist nicht leer. Oh, Mithras. Sehr schön, das ist die Axt, die der Zwerg haben möchte. Den Helm der Angst haben wir noch irgendwo stecken. Dann tauschen wir mal Kiste gegen Sack. So, einmal umladen. Ja, ich muss dringend mal ausmisten, ich weiß. Die Reste können direkt hier bleiben. Die sind hiermit aussortiert und dann können wir die Kiste auch hier lassen. Die haben wir nämlich leer gemacht. Sehr schön, wir haben die Axt. Was fehlt uns dann noch für die Rüstung? Also wir kriegen ja für die Axt Mithrilerz. Wir haben Eisenerz und wir haben getrocknetes Leder. Das soll es dann eigentlich sein. Wir schauen mal noch, wo es hier hingeht. Irgendwie müssen wir doch hier wieder rauskommen. Mit Teleport eher nicht. Damit sind wir nämlich hier reingekommen. Ach so, da hinten ist eine Tür. Okay. Ah, wir sind jetzt auch da, wo ich die ganze Zeit hin wollte.
Okay, ja gut. Gut, dann hätten wir das auch geklärt. Zieh mal die schnellen Schuhe wieder an, dann schauen wir, dass wir jetzt unsere Rüstung schmieden lassen könnten. Jetzt sind wir wieder in diesem großen Raum. Okay, ja. Es gab also kein Loch dahin, sondern einen Teleportzauber dahin. So, falls uns noch Eisenerz fehlen sollte, können wir hierher zurückkommen. Und da kamen wir doch irgendwo mal her. Da kamen wir her. Ach so, wir hätten uns ja auch mit diesem erdgeborenen Teleporter teleportieren lassen. Ja. Wir finden den Zweig auch so. Bin da recht zuversichtlich. So, hallo, Herr Zwerg. Wir hätten eine Axt für dich. So, wir möchten tauschen. Gegen Weißsilber. Hier ist das Weißsilber. Es wird dir hoffentlich helfen. Ich danke dir, Krieger. Ich dachte, es sei der schönste Tag meines Lebens, als ich das Mithrilerz fand. Aber das hat sich gerade geändert. Das freut uns dann auch. Sieht ein bisschen unscheinbar aus, aber okay. Sieht eigentlich aus wie hier diese normalen Steinbrocken, aber okay. So, dann huschen wir mal schnell zum Schmied. Hallo, Herr Schmied. Gut, du hast. Ach so. Ich dachte, wir müssen jetzt noch mal tauschen drücken. Ja, wir kriegen gerade unsere Rüstung gebaut. Was auch immer er noch sagen wollte, aber wir haben alles. Also hat ein Erzklumpen auch gereicht. Obwohl es noch gefühlt 100 andere gab. So, dann schmieden Sie mal schneller, Herr Schmied. Wir haben keine Zeit. Nimm die Rüstung, ich bin fertig. Sie wird dir sehr nützen, das verspreche ich. Auch die mächtigste Waffe werden diese Rüstung nicht so leicht durchdringen. Ich muss wieder an meine Arbeit. Danke, Senalur. Wow, die sieht aber toll aus. Ach, wir kriegen ein ganzes Set, da liegt noch Zeugs. Rüstungsklasse 15. Wow. Gegen 8. Und wir sehen jetzt total stylisch aus. Was liegt da noch für magische Panzerhandschuhe? Wow. Jetzt sehen wir richtig gefährlich aus. Magische Panzerstiefel. Haben die jetzt endlich. Da steht auch kein Rüstungsschutz dran. Also, ich habe so das Gefühl, dass Stiefel und Hände nur Style-Elemente sind. Jetzt fehlt uns noch ein gescheiter, passender Helm. Oder liegt der auch noch da? Ich glaube, jetzt haben wir alles. Da liegt nur die andere Rüstung. Nee, schade. Na gut, Helm. Wow. Hier haben wir gut zugelegt. Nicht schlechter Specht. So, dann haben wir einen Schlüssel. Und ich erinnere mich an ein Schlüsselloch. Ich glaube, hier runter und dann auf der anderen Seite wieder hoch. Wir sehen jetzt richtig gefährlich aus. So, hier wieder hoch und da war aber nicht mal ein Schlüsselloch. Jupp. Der Schlüssel passt, sehr schön. Moment, wir haben die Karte in der Hand. Das wäre etwas kontraproduktiv. Na gut, wenn hier nichts ist, dann. Echt jetzt? Ein Hebel? Spiel? Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ein einsam verlassener Hebel. Ah. Ich glaube, hier fehlen zwei blaue Flecken auf der Karte. Okay, dann. Naja, es war nicht unbedingt naheliegend, dass dieser Hebel dann
am anderen Ende der Welt Teleporter verschwinden lässt, oder hat die Karte jetzt da eine Fehlanzeige? Zieh mal wieder die schnellen Schuhe an. Also bisher war die Karte immer sehr zuverlässig, wenn es darum ging, Veränderungen anzuzeigen. Wir schauen mal. So, runter da, dann müssen wir durch diese Leiter ganz offiziell nie wieder runter. So, dann gehen wir da hoch. So, wir wollten ja ausmisten. Moment, wo eine Rune? Oder war das so eine Gegenstand erzeugen Rune? Schauen wir noch mal gleich. Nee, ich bricht ein Feuerschild, das können wir selbst. Also, das ist unsere Markierung, da gehen wir nicht mehr hin. Dann gehen wir hier wieder runter. Diese Leiter nach oben. Und dann gehen wir noch mal zurück zu dem Raum mit dem roten Boden und den ganz vielen Löchern. Und schauen, ob diese Teleporter jetzt wirklich weg sind. Aber es macht ja auch Sinn. Wir haben jetzt den goldenen Schlüssel, der hier bei dem Schädel lag, haben wir für die Tür benutzt, um zu dem Schalter zu kommen. Also ja, irgendwie macht es schon Sinn. Irgendwie macht es Sinn. So, rüber da. Die Richtung. Können wir hier nochmal Zwischenstopp machen. Und jetzt kommt der knifflige Teil. Und wir gehen in die Pause. Bis gleich.